Hallo, ich bin Andreas. Heute sage ich noch mal ein paar Worte zu der Bibel. In den letzten Monaten, also auch je älter ich werde, desto öfter komme ich an einen Punkt, wo ich sage, eigentlich ist es für mich gar nicht das Wichtigste, ob das, was da erzählt wird, tatsächlich geschehen ist, sondern das Wichtigste für mich ist, was es vermitteln will, wenn man es als Lehrbuch nimmt, eine Art Schulbuch. Es lehrt uns ja nicht Mathematik oder menschliche Logik, normale Logik. Was will es uns sagen? Das ist das eine. Und das andere ist, wie wird dieses, was es sagen will, darin vermittelt und wie nehme ich das auf oder an? Kann ich das annehmen oder muss ich das verwerfen und stoppen? Weil eine Wahrheit ist auch, dass im Laufe meines Lebens es öfter den Punkt gab, wenn ich mal in der Bibel gelesen habe, wo ich dachte, ich lege sie weg, weil mir das erzählte, viel zu brutal war oder viel zu widersprüchlich, ganz offensichtlich zwei Thesen, die nicht zusammenpassen und wo ich dachte, was, das kann ja nicht alles wahr sein, was da steht. Dann die Frage, dass niemand Augenzeuge war, Zeitzeuge war, keiner der Autoren. Es sind alles niedergeschriebene Erzählungen, Geschichten, die erzählt wurden oder Erlebnisse, die wiedererzählt wurden und wiedererzählt wurden und wiedererzählt wurden und wiedererzählt wurden. Und irgendwann hat es jemand abgeschrieben, niedergeschrieben. Und dann hat es jemand gefunden, hat es auch niedergeschrieben und dann wurde es irgendwann übersetzt. Und das ist schwer vorstellbar, dass das dann immer genau der Ursprung geblieben ist, weil die Tendenz des Erzählenden oder Wiedererzählenden Menschen eigentlich ist, dass er selber noch etwas hinzudichtet oder etwas weglässt. Und auch das ist für mich nicht wichtig, sondern ich suche mir darin diese Punkte, die ich mit vollem Herzen bejahe und wo ich sage, ja, das ist eine gute Richtschnur. Und das sind eigentlich die Gebote. Und da ist das wichtigste Gebot das Gebot der Nächstenliebe. Und wenn man sich anschaut, der Geist dieser Geschichten, die erzählt werden, das ist eigentlich der Versuch, Frieden zu vermitteln, Aufrichtigkeit zu vermitteln, Barmherzigkeit zu vermitteln, Güte zu vermitteln, Vergebung zu vermitteln, Offenheit zu vermitteln, Frieden. Eigentlich im höchsten Sinne zu vermitteln. Und es wird auch auf diese Art und Weise vermittelt, auf friedliche Art und Weise. Und das ist für mich das Wichtigste. Und das kann ich annehmen und da kann ich sagen, ja, da stehe ich zu, das ist schön. Das ist schön. Dazu kann ich ja sagen. Und weil ich dazu ja sagen kann und es quasi in mir selber dadurch auch lebt, ist für mich nicht das Wichtigste, dass dieses wirklich geschehen ist, sondern für mich ist das Wichtigste, was hat es mit mir gemacht? Vielleicht hat es verhindert, dass andere in mir Hass sehen können oder Neid und Missgunst. Es ist wie ein Schutzschild, ein unsichtbares Schutzschild, aber lebendig. Ja. Also, das wollte ich gerade mal sagen. Das ist für mich das Wichtigste. Und das wichtigste Gebot ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Und das Gebot, Gott zu lieben, ist auch das höchste Gebot. Und es wird bei den Geboten im Alten Testament auch gesagt, dass sie beide gleich sind, die Gebote und die Wesentlichen. Also, und wenn man das als Basis nimmt für eine Gesellschaft, für den Aufbau einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, dann hat man, finde ich, eine sehr gute Basis. Man hat auch eine gute Richtschnur, wenn man sich im Nebel bewegt oder durch die finsteren Jahre gehen muss, wo man eigentlich keinerlei Orientierung mehr hat, weil das, was über einen hereinbricht, der blanke Wahnsinn ist. Dann kann ich mir aber diese paar Gebote raussuchen, mich daran erinnern und innerlich sagen, ja, das ist meine Richtschnur und alles andere, das brauche ich nicht. Es wird es nicht schaffen, mich davon abzubringen. Okay, das wollte ich sagen. Heute ist im jüdischen Sinne eigentlich Sabbat. Das möchte ich auch noch schaffen, dass ich mich umorientiere und den Sabbat praktiziere, weil das auch sehr schön ist, wie das gemacht wird im Vergleich zum Sonntag bei uns. Aber ich freue mich auch, dass ich Christ bin, als Christ erzogen worden bin und aufgewachsen bin. Und das Kreuz ist für mich auch ein wichtiges Symbol. Deshalb habe ich es an der Tür hängen. Also einen schönen Sabbat, Shabbat Shalom. Ja, macht es gut. Shalom.